Liebe Brüder und Schwestern, liebe Freunde, wir haben heute Morgen das Thema Gott und die Götter. Was sagt die Bibel über die Ökumene der Religionen? Die Ökumene der Konfessionen werden wir, so Gott will, wir leben heute Abend hören. Gestern haben wir schon eine Einführung gehört, Ökumene und die Bibel. Heute Morgen also speziell zur Frage der interreligiösen Ökumene, also mit Angehörigen fremder Religionen. Ich lese zu Beginn einige Verse aus dem Wort Gottes. 2. Korintherbrief, Kapitel 6, Vers 11 bis 18. 2. Korinther 6, 11 bis 18. Hier schreibt der Apostel Paulus an die Korinther: O ihr Korinther, unser Mund hat sich zu euch aufgetan, unser Herz ist weit geworden. Ihr habt nicht engen Raum in uns, aber eng ist's in euren Herzen. Ich rede mit euch als mit meinen Kindern. Stellet euch doch zu mir auch so und machet auch euer Herz weit. Ziehet nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Denn was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus mit Belial? Oder was für einen Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemeinsam mit den Götzen? Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie denn Gott spricht, in 3. Mose 26, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Darum gehet aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, und rühret kein Unreines an, so will ich euch annehmen und euer Vater sein, und ihr sollt meine Söhne und Töchter sein, spricht der allmächtige Herr. Es ist hier interessant, ist mir auch erst vor kurzem aufgefallen, diese einleitenden Verse von diesem Abschnitt, da geht es um die rechte und gesunde Weite zunächst einmal. Da heißt ja, machet auch euer Herz weit. Das heißt also nicht, dass wir hier in einem ungesunden Sinne eng sind und alles ablehnen, nur weil es anders ist als wir. Ja, es gibt eine gesunde Weite, dass wir auch die anderen Menschen lieben sollen, auch die Andersdenkenden als Menschen respektieren, sie keineswegs mit Gewalt verfolgen oder ähnliches, also keine Kreuzzüge, keine Inquisition und alles, was es schon gab, das ist alles nicht biblisch, solche Dinge. Unser Herz sollen wir durchaus weit machen, aber dann doch genau an dieser gleichen Stelle im Zusammenhang dann die Warnung vor der falschen Ökumene, vor der falschen Einheit. Machet euer Herz weit und dann heißt es gleich im nächsten Vers, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Also das ist etwas ganz anderes als eine gesunde biblische Weite. Die Ablehnung der Zusammenarbeit mit Ungläubigen. Und zwar das Joch heißt, dass man eine Jochgemeinschaft hat, dass man am gemeinsamen Ziel arbeitet, etwa des Weltfriedens und ähnliches, sogar vielleicht durch Gebetstreffen, wie sie immer wieder stattgefunden haben und stattfinden. Das soll und darf nicht sein. Das wäre, dass man sich unter das gleiche Joch spannt, so wie zwei Ochsen, und in die gleiche Richtung zieht und das Gebet dazu missbraucht, in Anführungsstrichen das Gebet mit heidnischen Götzenanbetern. Zieht nicht am fremden Joch mit diesen, denn was hat die Gemeinschaft, die Gerechtigkeit, Entschuldigung, zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Gar nichts. Es sind nämlich Gegensätze, nicht? Da gibt es keine Gemeinschaft, kann und darf es keine geben, wenn nicht Gott verunehrt werden soll. Denn dann steht da, wie stimmt Christus mit Belial? Belial ist ein anderer Name für Satan. Das ist unvereinbar, wie Feuer und Wasser. Oder was für einen Teil hat der Gläubige mit dem Ungläubigen? In geistlichen Dingen kann es hier keine Gemeinschaft geben. Was hat der Tempel Gottes gemeinsam mit den Götzen? Eben nichts. Wir aber sind der Tempel des lebendigen Gottes, wie denn Gott spricht, ich will unter ihnen wohnen und will wandeln und will ihr Gott sein und sie sollen mein Volk sein. Gott beruft sich sein Volk heute, seine Gemeinde heraus, dass sie nicht mit dem Götzendienst der Welt mitmachen soll. Und dann heißt es sogar, gehet aus von ihnen und sondert euch ab, spricht der Herr, rühret kein Unreines an, so will ich euch annehmen. Das ist Verunreinigung, geistliche Verunreinigung, jede Form von Götzendienst oder interreligiösen Gebetstreffen. Ich möchte schon mal vorausschicken.
Und Gott will ja unser Vater sein und wir sollen seine Söhne und Töchter sein. Wenn wir ihm gehorchen, dann dürfen wir das erleben. Soweit zur biblischen Einleitung, vielleicht eine der eindrücklichsten Stellen und Warnungen vor dieser interreligiösen Ökumene. Aber wie sieht es denn heute aus? Es wird gesagt, alle Religionen sollen zusammengehen, denn wir haben doch alle nur einen Herrgott. So sagt der Mann und die Frau auf der Straße. Das ist so dieser Volksaberglaube, muss man fast sagen. Richtig daran ist, dass es tatsächlich nur einen Gott gibt. Die Bibel nennt ihn Yahweh, das Tetragramm J-H-W-H im Hebräischen. Manche übersetzen auch Jehova, was aber umstritten ist. Dieser eine Gott ist der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Vater Jesu Christi, der dreieinige Gott, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Aber verehren alle Religionen wirklich denselben Gott? Fragezeichen. Moslems beten zu Allah, aber sie bestreiten, dass er dreieinig ist und dass er einen Sohn hat. Verflucht ist, wer sagt, dass Allah einen Sohn habe, so auf dem Felsendom zu lesen in Jerusalem. Hindus verehren 330 Millionen Devas als Gottheiten. Im Grunde alles. Es ist eine pantheistische Religion, die praktisch alles vergötzt und damit den wahren Schöpfer verliert, der ja diese Dinge geschaffen hat. Sie verehren das Geschaffene anstelle des Schöpfers. Nicht? Buddhisten, glauben die überhaupt an einen Gott? Nein, Buddhismus ist eine Art Selbsterlösungsphilosophie, Befreiung aus dem Leiden. Es wird gesagt, Leben ist Leiden. Und wenn wir das Leiden reduzieren wollen, müssen wir auch das Leben reduzieren. Und deshalb kommt die Askese, das Mönchtum aus dem Buddhismus, ist auch in den Katholizismus eingeflossen, das Leben möglichst weit zurückzuschrauben, um auch das Leiden zu reduzieren. Aber es ist atheistisch, kein Gott. Heute wird Buddha quasi wie ein Gott verehrt, aber das kam erst in späteren Entwicklungsstadien buddhistischer Abzweigungen. Volksglaube. Der Volksglaube kommt eben doch nicht ohne göttliche Person aus. Deshalb wird Buddha oder werden solche Personen wie der Dalai Lama vergöttlicht. Anhänger afrikanischer und indianischer Stammesreligionen, an wen glauben sie? Sie glauben an die Macht von Ahnengeistern, die sie durch Opfer und Rituale günstig zu stimmen versuchen. Eine furchtbare Geisterfurcht, davon können Missionare berichten. Und ja, wenn sie durch den Herrn Jesus Christus frei werden, welche Freude ist dann auf den Gesichtern zu sehen? Nun, trotz solcher unterschiedlicher Gottesvorstellungen wird von Vertretern christlicher Kirchen und Gruppierungen heute immer häufiger behauptet, eine Ökumene zwischen Christentum und nichtchristlichen Religionen sei möglich und geboten. Die Zersplitterung und Zerspaltenheit der Menschheit, die soziale Not und der Hunger, die ökologische Krise und die Kriegsgefahr, alles dies schreie förmlich nach einem Zusammengehen auf politischem, wirtschaftlichem und auch religiösem Gebiet. So werden etwa auf Kirchentagen Gebetstreffen veranstaltet zwischen Hindus, Moslems, Buddhisten, Juden und Christen, aber auch schon animistische Religionen. Immer wieder, so zum Beispiel beim Münchner Kirchentag 1993 und beim ersten ökumenischen Kirchentag in Berlin 2003, einer unter uns war auch zumindest als Beobachter dort, überall dort wird bevorzugt das Oberhaupt des tibetanischen Buddhismus, Lamaismus, eingeladen, der Dalai Lama. Der Dalai Lama ist ein Avalokiteshvara, das heißt eine aufgestiegene Erlöserfigur des Buddhismus, der praktisch den Menschen hilft, dass sie in ihrer Reinkarnation irgendwann auch sich zur Erleuchtung entwickeln und zur Auflösung ins Nirvana. Das nur kurz ausgedrückt. Man kann vereinfacht sagen, eine Art Ersatzerlöser. Und er wird eingeladen auf dem Kirchentag. Ersatzerlöser heißt übrigens nach dem biblischen Sprachgebrauch Antichristus. Der Antichristus auf dem Kirchentag. Oder eine Vorform davon. Bereits 1986 empfing Papst Johannes Paul II. Vertreter sämtlicher Religionen zu einem sogenannten Friedensgebetstag in Assisi, Italien.
Und diese Treffen wurden seither immer wieder wiederholt, jährlich praktisch in verschiedenen Orten. 2002, glaube ich, war wieder ein Treffen in Assisi. Im Rahmen des konziliaren Prozesses für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung, wer hat davon schon gehört? Ja, in den Kirchen sehr stark betrieben. Das ist gerade so die Ersatzreligion geworden heute. Nicht mehr die Glaubensvermittlung so stark, sondern der konziliare Prozess. Darum geht es. Gerechtigkeit, Frieden, Bewahrung der Schöpfung. Innerweltliche Werte, rein innerweltliche Werte. Und da wird dann mit allen Religionen zusammengearbeitet. Nun, innerhalb dieses Prozesses wird etwa von dem Philosophen Karl Friedrich von Weizsäcker und seinen Schülern eine Ökumene der Weltreligionen angestrebt. So in seinem bekannten Buch Die Zeit drängt aus den 80er Jahren, programmatisches Buch. Der Ökumenische Rat der Kirchen in Genf hat schon seit 1968 dem Dialog der Religionen Vorrang eingeräumt, vor der Bekehrung Nichtgläubiger. Und, nun noch umfassender gesehen, im Rahmen einer neuen Weltordnung streben einflussreiche Kräfte auf eine vereinigte Menschheit zu, mit einer Verwischung der Unterschiede zwischen den Religionen. Neue Weltordnung, Novus Ordo Seculorum, auf jeder 1-Dollar-Note ist das auch zu lesen. Ein Weltparlament der Religionen wurde bereits initiiert und tritt immer wieder zu Beschlüssen zusammen. Die UNO nimmt hier eine solche Rolle auch ein. Ein gemeinsames Weltethos als Bindeglied der Menschen und Religionen wird propagiert. Hans Küng ist hier zu nennen als Hauptvertreter, auch Kuschel und andere, gerade aus Tübingen kommt hier manches. Nun zur Beurteilung, ich könnte jetzt lange hier weiter aufzählen, aber ich denke, wir wissen sicherlich um diese Problematik, dass die Kirchen hier Vorreiter sind. Zum Teil auch schon die Freikirchen. Nur ein Beispiel, der neu gewählte Präses der Deutschen Baptistenvereinigung, Grossmann, den habe ich zum ersten Mal gesehen, persönlich in einem Restaurant in Basel, angesichts des konziliaren Prozesses des Europäischen Ökumenischen Versammlung in Basel, die auch diesen Synkretismus in die Wege geleitet hat. Den hat man jetzt gewählt als Vorsitzenden des Baptistenbundes, auch einer der ersten Gruppendynamiker und Charismatiker in Deutschland. Man sieht also, wo es auch im Baptistenbund hingeht. Und er hat ja auch die Charta Ökumenica unterschrieben als Vertreter der Deutschen Bund Baptisten. Ja, die Charta Ökumenica, die ich gestern in Auszügen vorgestellt habe. Ich habe auch ein Interview mit ihm gelesen in der Zeitschrift der Baptistenverbände, wo er diese Unterschrift verteidigt und das alles herunterspielt. So wird den Gläubigen Sand in die Augen gestreut. Fragen können wir nachher stellen, um hier die große Ökumene herbeizuführen. Nun, vorsichtige Formulierungen und schönklingende Vokabeln können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die Einheit der Religionen herbeigeführt werden soll. Wer nicht mitmacht, wird als Unbelehrbarer, ja als Friedensstörer disqualifiziert. Dass nach Epheser 2, Vers 14 Christus unser Friede ist, wird zwar noch gesagt, so etwa auch beim ersten Assisi-Treffen hat der Papst so gesagt, Christus ist unser Friede. Aber Christus, und das ist das Entscheidende, wird nicht als der einzige Weg zum Frieden, Stifter des Friedens, als der einzige Weg zu Gott, dem Vater, anerkannt. Es heißt nicht mehr, wie etwa bei den reformatorischen Vätern, Christus allein. Jetzt heißt es, wie? Christus und. Christus und Buddha, Christus und Allah, Christus und Zarathustra, Christus und Krishna, ja sogar auch Christus und Karl Marx und so weiter. Eine Bindestrich-Theologie, sagt man auch, ja. Christus und. Die Frage stellt sich, ist das noch der biblische Herr und Heiland Jesus Christus? Ist das noch der biblische Weg zu Gerechtigkeit, Frieden und der Bewahrung der Schöpfung? Auch die Bibel spricht von einem Reich, wo Friede und Gerechtigkeit herrschen werden. Wann wird das kommen? Im tausendjährigen Reich. Aber das wird von Gott aufgerichtet, nicht von Menschen. Es geht durch Gerichte hindurch.
Was sagt die Bibel denn zu einer solchen Religionsvermischung und Ökumene der Religionen mit einer sich ankündigenden Welteinheitsreligion? Verehren die außerbiblischen Religionen wirklich denselben Gott, nicht nur den gleichen, sondern denselben Gott, was eine engere Identität ist? Denselben Gott, den die Bibel bezeugt? Oder besteht hier ein unüberbrückbarer Unterschied? Nun, im Folgenden versuche ich durch einen Blick in die biblische Heilsgeschichte diese Fragen in grundlegender Weise zu beantworten. Die nachfolgend zitierten biblischen Aussagen, ich möchte jetzt mal einige Bibelstellen uns vorlesen, sollen zunächst einmal zu einer grundsätzlichen Klärung helfen. Es mag vielleicht manchem zu einfach erscheinen, einfach Bibelstellen zu zitieren, zunächst einmal. Aber mir ist es wichtig, inmitten all der tagespolitischen und kirchenpolitischen Thesen und Verwirrungen wieder hinhören zu lernen, hinzuhören, was die Bibel selber zu den derzeitigen Tendenzen in Kirche und Gesellschaft sagt. Und zum Zweiten erscheint mir die Beantwortung der eben formulierten Fragen so grundsätzlich wichtig, dass ich sie nicht mit meinen eigenen schwachen menschlichen Worten vornehmen will, sondern Gottes Wort, die Bibel, soll selber zu uns reden und jeden vor die Entscheidung stellen, wem wir dienen wollen, nämlich dem einzig wahren Gott, den sie bezeugt, oder den nichtigen Götzen der Religionen, nicht wichtigen, sondern nichtigen, man höre richtig. Wir werden noch hören, dass diese alle nichts sind im Grunde. Nun, und ich möchte gleich sagen, die Bibelstellen, die ich jetzt nenne, sind keineswegs aus dem Zusammenhang gerissen, sondern sie geben die gesamte Lehre der Heiligen Schrift wieder. Es sind jetzt nur gewisse Höhepunkte des Kampfes gegen die Vermischung, gegen die Verunreinigung des Volkes Gottes, gegen den religiösen Synkretismus, wie man auch sagt. Übrigens, das Wort Synkretismus kommt vermutlich von der Insel Kreta her. Die Kreter waren sich immer dann eins, wenn Feinde auf sie zukamen. Dann haben sie sich zusammengeschlossen. Syn, griechisch zusammen, gemeinsam. Und so, sagen wir auch, die ganze Welt soll sich zusammenschließen, um nun diese heutigen Bedrohungen und Gefahren abzuwehren. Auch religiöser Zusammenschluss dann speziell gemeint. Nun, was sagt die Bibel zum Synkretismus? Von grundlegender Bedeutung ist das erste Gebot. Und das heißt: Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich aus Ägyptenland, aus der Knechtschaft geführt habe. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. 2. Mose 20, Vers 2 und 3. Ist es ein Zufall, dass dies ausgerechnet die Jahreslosung war im Jahr 1986, als zum ersten Mal vor den Augen der gesamten Weltöffentlichkeit dieses Gebot so eklatant übertreten wurde, bei einem sogenannten Friedensgebetstreffen in Assisi, Italien? Da war das die Jahreslosung. Gott hat vielleicht hier auch die Weltchristenheit warnen wollen. Nun folgen weitere biblische Aussagen, die das erste Gebot konkretisieren und die unseren Herrn Jesus Christus als den einzigen Mittler des Heils, des Friedens und des wahren Lebens bezeugen. Und auch das Volk Israel, genauso wie die Gemeinde heute, warnen vor jedem Paktieren mit heidnischen Religionen. Institut müsste sagen. 5. Mose 6, das bekannte Shema Israel. Wer weiß, wie das heißt? Höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit aller deiner Kraft. Und du sollst nicht anderen Göttern nachfolgen, den Göttern der Völker, die um euch her sind. Denn der Herr, dein Gott, ist ein eifernder Gott in deiner Mitte, dass nicht der Zorn des Herrn, deines Gottes, über dich entbrenne und dich vertilge von der Erde. Da die Frage, ist Frieden geworden durch diese sogenannten interreligiösen Friedensgebete? Bisher nicht. Und es wird auch nicht sein, solange nicht der Antichrist aufgetreten ist und der Herr Jesus ihn besiegt hat und sein tausendjähriges Reich dann aufrichtet. Der Herr Jesus, nicht die Menschheit, wird das aufrichten. 5. Mose 12, Vers 2 und 3. Zerstört alle heiligen Stätten, wo die Heiden, die ihr vertreiben werdet, ihren Göttern gedient haben. Zerstört sie. Es sei auf hohen Bergen, auf Hügeln oder unter grünen Bäumen und reißt ihre Altäre um und zerbrecht ihre Steinmale und verbrennt mit Feuer ihre heiligen Pfähle, zerschlagt die Bilder ihrer Götzen und vertilgt ihren Namen von jener Stätte. So spricht der Herr durch seinen Boten Mose zum Volk.
Ja, und wo das nicht geschehen ist, da kam es zur Vermischung und zur Vernichtung, zum Untergang. 2. Könige 17, Vers 35 und 36. Fürchtet keine anderen Götter und betet sie nicht an und dienet ihnen nicht und opfert ihnen nicht, sondern den Herrn, der euch aus Ägyptenland geführt hat mit großer Kraft und ausgestrecktem Arm, den fürchtet, den betet an und dem opfert. Exklusiver Anspruch Jahwes. Und dann gab es die Könige. Es heißt dann immer, wer die Königebücher liest, der eine König gefiel Gott und der andere gefiel ihm nicht. Und woran hat sich das entschieden? Ob ein König Gott gefiel oder missfiel, hauptsächlich, woran hat sich es entschieden immer? Wer weiß es? Zu Gott und den Götzen. Ja. Ob sie Gott allein gedient habe oder den Götzen, den Israel eingeführt. Die Übertretung des ersten Gebots war immer die rote Linie, die zum Gericht führte. Und der König, der Gott am meisten gefiel, welcher war das? Wer weiß es? Ja, gut, auch in gewissem Sinne, aber in der späteren Königszeit, der den Götzendienst beseitigt hat in Israel. Hier war etwas mit J. Josia. Es gab einige, die Gott wirklich gedient haben, aber der bekannteste, der recht jung schon König war, war Josia. In 2. Könige 23 lesen wir, Josia rottete aus, er rottete sogar aus, alle Geisterbeschwörer, Zeichendeuter, also auch Astrologen, Abgötter und Götzen und alle Gräuel, die im Lande Juda und in Jerusalem zu sehen waren, damit er erfüllte die Worte des Gesetzes. Seinesgleichen war vor ihm kein König gewesen, der so von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften sich zum Herrn bekehrte, ganz nach dem Gesetz des Mose, und nach ihm kam seinesgleichen nicht auf. Ja, er hat es ausgerottet, wirklich mit Stumpf und Stiel, diesen Götzendienst. Dann kommen wir schon zu den Psalmen, Psalm 96, Vers 3 bis 5. Erzählet unter den Heiden von seiner Herrlichkeit, unter allen Völkern von seinen Wundern, denn der Herr ist groß und hoch zu loben, mehr zu fürchten als alle Götter, denn alle Götter der Völker sind Götzen. Das heißt selbstgemachte Idole, die kein Leben haben. Aber der Herr hat den Himmel gemacht. Er hat Leben. Er ist der Quell allen Lebens. Und dann kommt diese herrliche Götzenpolemik bei den Propheten. Etwa, ich kann jetzt nur noch einige Stellen nennen, Jesaja 44. Das ist fast schon ironisch, ja, formuliert über diese Götzen, wie lächerlich die im Grunde sind. Da in Jesaja sagt der Prophet oder sagt Gott durch den Propheten, die Götzenmacher sind alle nichtig. Woran ihr Herz hängt, das ist nichts Nütze. Der Zimmermann behaut das Holz und zirkelt es ab. Er macht einen Götzen daraus und kniet davor nieder. Dieses Holz, was er geschnitzt hat, schnitzt sich und kniet davor nieder. Die eine Hälfte verbrennt er im Feuer, auf ihr brät er Fleisch und isst den Braten und sättigt sich. Die eine Hälfte des Holzes. Aber die andere Hälfte des Holzes macht er zum Gott, dass es sein Götze sei. Sie wissen nichts und verstehen nichts, denn sie sind verblendet. Wer Asche hütet, den hat sein Herz getäuscht und betört. So Jesaja 44, ich habe jetzt nur einige Stellen daraus gelesen. Ja, das ist also wirklich lächerlich, hier vor geschaffenen Bildern oder auch Ikonen oder Ähnlichem zu knien. Wir sollen zum unsichtbaren, lebendigen Gott durchstoßen mit unserem Gebet, nicht hier an Bildern, an Gegenständen festhängen, auch wenn sie sich noch so religiös auch heute geben. Auch der Bilderdienst, es gibt ja direkt ein Bilderverbot in den 10 Geboten. Du sollst dir kein Bildnis noch Gleichnis machen, weder aus von dem, was oben im Himmel noch auf Erden noch unter der Erde ist. Diene ihnen nicht, bete sie nicht an, so warnt uns in 2. Mose 20 das 2. Gebot nach reformierter Zählung. Jesaja 46 heißt es dann, die Götzen sind gefallen, ich bin Gott und sonst keiner mehr, ein Gott, dem nichts gleicht. In Jeremia, ihr sollt nicht den Gottesdienst der Heiden annehmen, Jeremia 10, und sollt euch nicht fürchten vor den Zeichen des Himmels, also die ganze Zeichendeuterei, Horoskope und ähnliches.
wie die Heiden sich fürchten. Denn ihre Götter sind alle nichts, denn die haben ja die Sterne zu Göttern gemacht, die Babylonier etwa. Wir wissen ja in der Astrologie, dass hier die Sterne als Götter betrachtet werden, auch heute noch im Grunde, auch wenn es vielen nicht bewusst ist. Ihre Götter sind alle nichts. Sie sind nichts als Vogelscheuchen im Gurkenfeld. Darum sollt ihr euch nicht vor ihnen fürchten, denn sie können weder helfen noch Schaden tun. Aber dir, Herr, ist niemand gleich. Du bist groß und dein Name ist groß, wie du es mit der Tat beweist. Der Herr ist der wahrhaftige Gott, der lebendige Gott, der ewige König. Jeremia 16, Herr, du bist meine Stärke und Kraft und meine Zuflucht in der Not. Die Heiden werden zu dir kommen von den Enden der Erde und sagen, nur Lüge haben unsere Väter gehabt, nichtige Götter, die nicht helfen können. Wie kann ein Mensch sich Götter machen? Das sind doch keine Götter. Darum siehe, diesmal will ich sie lehren und meine Kraft und Gewalt ihnen kundtun, dass sie erfahren sollen, ich heiße der Herr. Das war jetzt die letzte Stelle aus dem Alten Testament. Jetzt kommen wir noch zum Neuen Testament. Da geht es nun vor allem um den Herrn Jesus Christus. Jesus Christus spricht, alle Dinge sind mir übergeben von meinem Vater und niemand kennt den Sohn als nur der Vater und niemand kennt den Vater als nur der Sohn und wem es der Sohn offenbaren will. Matthäus 11, 27. Es führt kein Weg an Jesus Christus vorbei zu Gott. Das gilt für uns ganz klar. Kein Buddha, kein Mohammed, kein Zarathustra, kein Lao Tse, kein Konfuzius kann uns wirklich zu Gott dem Vater führen. Nur der Sohn Jesus Christus. Und noch deutlicher, Johannes 10, Jesus Christus spricht, wer nicht zur Tür hineingeht, und wer ist die Tür? Er selber, ich bin die Tür. Wer nicht zur Tür hineingeht in den Schafstall, die Gemeinde, sondern steigt anderswo hinein, der ist ein Dieb und Räuber. Der aber zur Tür hineingeht, der ist der Hirte der Schafe, der gute Hirte. Ich bin die Tür zu den Schafen. Alle, die vor mir gekommen sind, die sind Diebe und Räuber. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Das hat keiner getan. Kein Mohammed, der ist einfach so angeblich da auf dem Pferd gen Himmel geritten. Aber keine Auferstehung. Bei keiner dieser Religionsgestalten gibt es eine Auferstehung von den Toten. Keiner ist beglaubigt worden von Gott, außer Jesus Christus. Und er spricht deshalb auch, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ähnlich in Apostelgeschichte 4, Vers 12, in keinem anderen ist das Heil, ist auch kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, darin wir sollen selig werden. Und ähnlich auch 1. Korinther 3, Vers 11, einen anderen Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Die Bibel wimmelt von solchen Aussagen. Nur noch etwas anderes, eine wichtige Stelle zu der Frage interreligiöse Ökumene findet sich gerade in Römer 1. Römer 1, Vers 21 bis 25, da wird gesagt über die Heiden. Ja, über die Heiden. Sie wussten, dass ein Gott ist. Interessant. Und haben ihn nicht gepriesen als einen Gott, noch ihm gedankt, sondern sie haben ihre Gedanken dem Nichtigen, mit N wieder vorne, zugewandt. Und ihr unverständiges Herz ist verfinstert. Warum ist es verfinstert? Sie hätten noch diese Ahnung haben können vom Schöpfer, aber sie haben sich Götzen gemacht, das wird jetzt gleich gesagt. Und dadurch kam die Verfinsterung über sie. Da sie sich für Weise hielten, sind sie zu Narren geworden, und haben verwandelt die Herrlichkeit des unvergänglichen Gottes in ein Bild, gleich dem eines vergänglichen Menschen und der Vögel und der vierfüßigen und der kriechenden Tiere. Darum hat sie auch Gott dahingegeben, in ihrer Herzen Gelüste, in Unreinigkeit zu schänden ihre eigenen Leiber an sich selbst. Sie, die Gottes Wahrheit verwandelt haben in Lüge. Und jetzt kommt eine Schlüsselstelle auch bezüglich Pantheismus und fernöstlicher Religion. Und sie haben geehrt und gedient dem Geschöpf statt dem Schöpfer, der da gelobt ist in Ewigkeit. Das heißt, sie haben das Geschöpf geehrt. Sie sind nicht über die sichtbare Welt hinausgedrungen zum unsichtbaren Gott. Sie sind hier geblieben in dieser Welt, haben die Bäume geehrt, die Pflanzen, die Tiere, sich selber vor allem natürlich auch, menschliche Götzenbilder, Kaiserkult,
Lenin-Kult, Stalin-Kult, Hitler-Kult und so weiter, um mal ein paar Beispiele zu nennen, Antichrist-Kult. Aber sie haben nicht den wirklichen unsichtbaren Herrn und Gott allein geehrt. Und deshalb hat sie Gott dahin gegeben. Daraus kommen auch dann die ethischen Folgen, bis hin zu sexuellen Perversionen, von denen ja auch Römer 1 spricht. Diese sehr bekannte und heute sehr viel umstrittene Stelle, auch über Homosexualität, die sich da findet. Aber ganz klar biblisch hier, Wahrheit und Lüge wird hier unterschieden und Christusnachfolge und Verirrung wird auch unterschieden. Abfall. Nachfolge oder Abfall vom Herrn. Also Römer 1 ist hier eine Schlüsselstelle. Es gibt noch eine Ahnung, auch bei den Heiden. Ja, deshalb machen sie sich auch Religionen, aber der wahre Gott ist allein in seinem Sohn Jesus Christus geoffenbart. Und 1. Korinther 10, Vers 20 und 21, eine ganz glasklare Stelle über heidnische Religiosität. Was die Heiden opfern, das opfern sie wem? Den Daimonios, steht im Griechischen. Luther übersetzt den bösen Geistern oder den Teufeln, den Dämonen, den Satansgeistern. Auch in den angeblich höher stehenden Religionen. Hinduismus ist es ganz klar mit den schrecklichen Statuen, ja, mit den vielen Köpfen und Händen, mit den Schwertern und Totenköpfen. Das sieht man ja das Dämonische schon. Bei Islam ist es ein bisschen schwerer zu durchschauen, aber ganz klar, wer den Vater und den Sohn leugnet, das ist der Antichrist, 1. Johannes 2, Vers 22. Antichristlich. Zumindest eine antichristliche Religion hier. Wer den Vater und den Sohn leugnet, wer die Gottheit des Sohnes ablehnt. Jesus nur als Prophet wird dort behauptet. Was die Heiden opfern, opfern sie den Dämonen und nicht Gott. Das ist genauso wichtig, dass das noch betont wird, nicht Gott. Auch wenn sie es meinen, es sei Gottesdienst, es ist Dämonendienst. Nun will ich nicht, dass ihr in der Gemeinschaft der Dämonen sein sollt. Ihr könnt nicht zugleich trinken den Kelch des Herrn und den Kelch der Teufel. Ihr könnt nicht zugleich teilhaftig sein des Tisches des Herrn und des Tisches der Teufel. Insofern war man auch jetzt in Assisi ein bisschen vorsichtiger. Man hat zwar die Religionen eingeladen, 2002 wiederum, man hat aber nicht in den gleichen Räumen mit ihnen gebetet. Die katholischen und Anglikaner und so weiter waren dann, glaube ich, oben und die heidnischen Religionen hat man ein Stockwerk tiefer verfrachtet. Man hat ja aber nur eine Mauer dazwischen, aber diese geistige Mauer ist keineswegs da. Man hat es nur räumlich, um den Leuten wieder Sand in die Augen zu streuen. Man dürfte die aber schon gar nicht einladen, man müsste sie missionieren. Man kann die nicht als gleichberechtigte Dialogpartner oder Gebetspartner sehen. Ganz klar hier aus Gottes Wort, was die Heiden opfern, auch im Gebet opfern, auch im Friedensgebet opfern, opfern sie den Dämonen und nicht Gott. Wie kann man denn denken, man betet hier alle zum gleichen Gott, auch wenn es jetzt getrennte Räume waren? Also, für wie dumm hält man denn die Gläubigen eigentlich, dass sie nicht mehr merken sollen, zwar getrennte Räume und trotzdem aber die gleiche Intention, die gleiche Absicht. Und dann haben wir ja schon gehört, 2. Korinther 6, zieht nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen. Kindlein, hütet euch vor den Abgöttern. Eines der letzten Worte des Apostels Johannes im 1. Johannesbrief, Kapitel 5, Vers 21. Ja, so viel nur jetzt einmal zu den Bibelstellen. Jetzt möchte ich eine Zusammenfassung bringen. Eine Zusammenfassung der biblischen Aussagen. Nochmals, die 10 Gebote sind also hier grundlegend. Die ersten beiden Gebote des Dekalogs, wie sie auch heißen, stellen die klassische Abgrenzung dar gegen heidnische Religiosität, gegen die ägyptischen und sonstigen Mysterienkulte. An der Stelle des heidnischen Polytheismus, also der Vielgottglaube, steht der Monotheismus, der Eingottglaube. An der Stelle der Bilderverehrung steht das Bilderverbot. An der Stelle der Verehrung von Elementarkräften steht die Verehrung des unsichtbaren Gottes. Und an der Stelle des Missbrauchs des Gottesnamens, etwa zu magischen Zwecken, steht der ehrfurchtsvolle Umgang mit ihm in Ehrfurcht. Die gesamte alttestamentliche Gesetzgebung, ja noch mehr die gesamte biblische Heilsgeschichte,
ist auf ein einziges Ziel ausgerichtet. Und das heißt, 3. Mose 19, Vers 2, ihr sollt heilig sein, denn ich bin heilig, der Herr, euer Gott. Heilig sein heißt, kadosch im Hebräischen, dass man Gott zugehört und sich von gottfeindlichen Einflüssen absondert, im guten biblischen Sinne. Von gottfeindlichen heidnischen Einflüssen sich absondern, nicht gemeinsame Sache mit ihnen macht. Die Priester im Alten Bund hatten das geradezu auf der Stirn stehen, kadosch. Kadosch Yahweh, heilig dem Herrn, mussten sie sich auf der Stirnband schreiben. Sie sollten auserwählt, abgesondert sein, nicht in der Vermischung mit kanaanischen, assyrischen, babylonischen und sonstigen Kulten, Astarte, Baal und was es damals alles gab. Gott will, dass sich sein auserwähltes Volk bzw. seine Gemeinde von dem Götzendienst der Heiden unbefleckt hält. Ihr sollt euch keine Götzen machen. Der Götzendienst der Heiden ist Gott ein Gräuel. Dieses Wort Gräuel versteht heute vielleicht nicht jeder. Es heißt ein Ekel, eine Abscheulichkeit. Etwas, was Gottes Zorn und Gericht herausfordert. Das ist ein Gräuel. Praktiken der Heiden, die die übersinnliche Erkenntnis betreffen, also Hellseherei, Wahrsagerei, Zauberei, Zeichendeuterei, Harry Potter Welle ist jetzt ja auch wieder im Kommen. Solche Praktiken werden ausnahmslos von Gott verworfen, da sie nicht auf die souveräne Offenbarung Gottes, sondern auf andere Mächte bauen, auf dämonische Geister. In der ausführlichen Stelle in 5. Mose 18, ab Vers 9, wird jede Art von Wahrsagerei und Zauberei und Magie verworfen. Das ist eine Stelle, gerade wenn man im Gespräch ist mit Menschen, die in okkulten Bindungen sind, wir sollen zumindest diese Stelle schnell finden können. 5. Mose 18, Vers 9 bis 12. Da heißt es, wenn du in das Land kommst, das dir der Herr dein Gott geben wird, so sollst du nicht lernen, die Gräuel dieser Völker zu tun, dass nicht jemand unter dir gefunden werde, der seinen Sohn oder seine Tochter durchs Feuer laufen lässt. Also diese Feuerläufe bei Fakiren, bei Gurus kennen wir ja auch leider. Unverwundbarkeitstests durch dämonische Einflüsse. Oder Wahrsagerei betreibt, oder Hellseherei, geheime Künste, oder Zauberei, Harry Potter. Oder Bannungen, oder Geisterbeschwörungen, oder Zeichendeuterei vornimmt, oder die Toten befragt. Das ganze Feld des Spiritismus. Denn wer das tut, der ist dem Herrn ein Gräuel. Der hat keine Chance, in den Himmel zu kommen, wer solche Praktiken tut und nicht Buße tut darüber. Da ist das Wort Gottes ganz eindeutig. Auch im Neuen Testament genauso. Die Stellung zum heidnischen Götzendienst und zu den heidnischen Praktiken wird in der Königezeit das entscheidende Kriterium, ob ein Herrscher Gott gefällt oder missfällt. Wir haben Stellen schon gehört. Josia, der König, der Gott am meisten gefiel, rottete alle Geisterbeschwörer und so weiter aus. Aber es war zu spät. Das Gericht Gottes über sein Volk war bereits unabwendbar infolge des Ungehorsams und Götzendienstes der meisten anderen Könige. Die meisten Könige haben Gott missfallen. Es war eine Minderheit, genauso wie auch heute die Gemeinde eine kleine Schar ist, eine Minderheit, die Gott gefiel und die bei diesem Götzendienst nicht mitmachte, bei den Königen. Es fing ja schon beim alten Salomo an, nicht? Durch seine vielen Frauen und Nebenfrauen ließ er sich verleiten zum Götzendienst. Auch hier sieht man, wie schnell Menschen versucht werden können. Nun, es war aber zu spät. Israel und Juda wurden ins Exil verschleppt und die Aufgabe der Exilspropheten ist es vor allem, die Vermischung des israelitischen Glaubens mit den heidnischen Kulten der Fremdvölker zu verhindern. Ihr sollt euch reinhalten von diesen. Die Schärfe und Polemik der Abgrenzung ist unüberhörbar. Wir haben Jesaja gehört und anderes, die hier auch schon vorher gewarnt hatten. Tritt nun im Christentum eine Synthese, eine Vereinigung ein, die die Frontstellung zum Heidentum aufhebt, wird manchmal behauptet. Keinesfalls. Klassische Stellen gegen das Heidentum finden sich etwa bei Paulus. Ihr habt euch bekehrt zu Gott von den Götzen, um dem lebendigen und wahren Gott zu dienen. 1. Thessalonicher 1,9.
Ziehe nicht am fremden Joch mit den Ungläubigen, 2. Korinther 6. Was die Heiden opfern, opfern sie den Dämonen, 1. Korinther 10. Und es findet sich auch in vielen Schriften oder verschiedenen Stellen des Neuen Testaments bereits die Warnung vor der fälschlich sogenannten Erkenntnis, im Griechischen Gnosis. Heute sehr aktuell wieder in Anthroposophie, Theosophie, Kosmosophie, Gnosis, höhere Erkenntnisse, die über den Glauben hinausgehen. Die grundsätzliche Abgrenzung gegen heidnisches Denken und Tun ist somit im Alten wie im Neuen Testament eindeutig bezeugt. Nicht Integration heidnischer Elemente, zum Beispiel Einweihungsriten in Mysterienreligionen, sondern Mission heidnischer Menschen und Völker ist das Ziel. Jesu und der Apostel. Wer dem wahren Gott zugehört, soll mit allen heidnischen Praktiken radikal brechen. Heidentum, Judentum und Christentum sind somit in biblischer Sicht nicht verschiedene Arten, auf die sich ein und derselbe Gott je anders offenbaren würde. Vielmehr stehen Heidentum auf der einen Seite und Judentum, Christentum auf der anderen Seite in einem unüberbrückbaren Gegensatz zueinander. Eine Ökumene der Religionen ist deshalb der Bibel völlig fremd. Ja, sie bedeutet Sünde und Abfall vom lebendigen Gott. Einflussreich in der theologischen Diskussion, die wir nun betrachten wollen, wurde das Modell einer entwicklungsgeschichtlichen Kontinuität bzw. Evolutionsmodell, wie es mit gewissen Variationen Daniel Friedrich Ernst Schleiermacher und Ernst Troeltsch vertreten haben. Wir kommen jetzt also immer noch mehr ins theologische Niveau hinein. Und wie es bis heute immer wieder Vertreter findet. Kennzeichnend für dieses entwicklungsgeschichtliche Kontinuitäts- oder Evolutionsmodell der Religionen ist, dass man den Ansatzpunkt nicht bei Gottes Offenbarung nimmt, sondern wo? Beim Bewusstsein des Menschen. Anthropozentrischer Ansatz. Das religiöse Bewusstsein des Menschen sei keine zeitlose Vernunftwahrheit, sondern eine anthropologische Grundstruktur, die sich in konkreten religiösen Gestaltungen geschichtlich entwickelt. Christlicher Glaube verhalte sich zu außerchristlichen Religionen wie die definitiv oder schließlich nur relativ reifste Stufe zu weniger reifen Stufen in der geschichtlichen Entfaltung des religiösen Bewusstseins. So der ehemals Theologe, später Philosoph gewordene Ernst Troeltsch. Er hat dann gewechselt zur Philosophischen und Historischen Fakultät, hat sein Theologesein aufgegeben. Auch einer der Hauptbegründer der historisch-kritischen Methode. Dieses Modell hat jedoch vielfach und meines Erachtens zu Recht Widerspruch hervorgerufen. Der Widerspruch gipfelt darin, dass zwischen biblischem Gottesglauben und nicht-christlicher Religiosität im tiefsten Grunde nicht Kontinuität besteht, sondern Diskontinuität und Konfrontation. Im Anschluss an den bekannten Dogmatiker Karl Barth rede ich von einer absoluten Konfrontation zwischen biblisch-christlichem Glauben und außerchristlichen Religionen. Ich übersehe dabei nicht, dass es auch in den außerchristlichen Religionen ein Fragen und Suchen des Menschen nach einer höheren Wirklichkeit, ja ein Ahnen Gottes gibt, sodass zum Beispiel auch das Modell der positiv anknüpfenden Konfrontation, das sogenannte Anknüpfungsmodell, im Sinne von Paul Althaus und Emil Brunner eine gewisse Berechtigung hat. Aber von einem Vorwissen um Gott oder gar einer heilbringenden Offenbarung in den heidnischen Religionen können wir, wenn wir Römer 1, Vers 21 folgende ernst nehmen, nicht reden. Die einzige heilbringende Offenbarung ist in Jesus Christus erfolgt. Dabei ist Folgendes zu beachten. Der Gegensatz zwischen Heidentum auf der einen Seite und Judentum, Christentum auf der anderen Seite ist kein erkenntnismäßiger, nur ethischer Gegensatz, der sich also im Bewusstsein des Menschen abspielt, sondern es ist ein seinsmäßiger, ontischer Gegensatz, philosophisch gesagt, also ein seinsmäßiger Gegensatz, der sich in der Realität des gegebenen Seins abspielt. Es ist, einfacher gesagt, der Gegensatz zwischen dem einen, lebendigen und wahren Gott der Bibel und den vielen nichtigen und trügerischen Götzen der Heiden.
Zwar besitzt der Gott der Bibel vielfältige Weisen, um sich zu offenbaren, und er hat sich auch den Heiden nicht unbezeugt gelassen. Etwa Apostelgeschichte 14, Vers 17 und Apostelgeschichte 17, die Areopagrede des Paulus wäre hier zu erwähnen, der unbekannte Gott, den ihr unwissend verehrt, unwissend. Aber die Heiden haben ihn nicht anerkannt, und weil sie ihn nicht anerkannt haben, haben sie ihn auch nicht erkannt. Deshalb ist die Verfinsterung über ihnen geblieben. Trotz einer Ahnung sind sie nicht durchgedrungen zur heilbringenden Erkenntnis der Offenbarung des wirklichen Gottes. Versteht ihr den Unterschied? Ahnungen sind noch vorhanden, aber keine heilbringende Offenbarungserkenntnis. Sie haben ihn nicht anerkannt, und weil sie ihn nicht anerkannt haben, haben sie ihn auch nicht erkannt. Sie haben sich Götzen gemacht. Sie haben ihm nicht gedient, ihn nicht geehrt in Wirklichkeit. In der Verfinsterung ihres Herzens kamen diese Götzen zustande, Römer 1. Und durch diese Götzen haben antigöttliche Mächte, Dämonen auf sie Einfluss gewonnen, 1. Korinther 10, Vers 20. Der Ausschließlichkeitsanspruch Jahwes, der automatisch die Verwerfung der Götter und der magisch-mantischen Praktiken der heidnischen Kulte einschließt, zieht sich wie ein roter Faden durch die alttestamentlichen Schriften. Der Ausschließlichkeitsanspruch Jahwes wird an wichtigen Stellen immer wieder besonders betont, so etwa im Heiligkeitsgesetz, Levitikus 19, im Schema Jesrael, Deuteronomium 6, Vers 4, im antibaalistischen Kampf des Elia, 1. Könige 18, in der Wiederherstellung des Jahwe-Dienstes durch Josia in 2. Könige 23, in der Götzenpolemik der großen Schriftpropheten, zum Beispiel Jesaja 44 und Jeremia 10 und so weiter. Im Neuen Testament tritt nun nicht, auch das sei ausdrücklich wiederholt, tritt nun nicht eine Synthese ein zwischen Judentum und Heidentum, sondern Jesus von Nazareth als der zwar erwartete, aber von vielen nicht erkannte Messias oder Christus und Gottes Sohn steht in unüberbrückbarem Gegensatz zu den fremdreligiösen Göttern. Der Absolutheitsanspruch Jesu, der alleinige Offenbarer Gottes und der einzige Weg zum Heil zu sein, wird etwa in den johannäischen Ich-Bin-Worten, ich bin der gute Hirte, ich bin der Weg, ich bin die Tür und so weiter, in diesen Worten mit Bestimmtheit zum Ausdruck gebracht. Denn dieses Ich bin ist nichts anderes als die Anknüpfung an 2. Mose 2, wo Gott sich am Dornbusch offenbart mit dem Namen Ich bin der Ich bin, ich werde sein, der ich sein werde. Und genau an diese Offenbarung Ich bin der Ich bin knüpfte Herr Jesus Christus an mit den Worten Ich bin. Indem Jesus Christus sagte, ich bin, knüpft er also an die Selbstoffenbarung Gottes des Herrn, ich bin, der ich bin. Und das war für die Zuhörer damals ein ungeheurer Anspruch, da er ja in Menschengestalt vor ihnen stand und sie vor der Auferstehung viele das noch nicht erkennen konnten, dass er nun tatsächlich vom Vater als der Sohn bestätigt wurde. Aber sie hätten es auch schon sehen können an seinen Worten, an seiner Vollmacht, auch an den Zeichen und Wundern, die mit seinem Kommen damals untrennbar verbunden waren. Die Aufrichtung der Herrschaft Christi geht einher mit der Entmachtung der anderen Götter, der falschen Götter, die im Neuen Testament nicht als Vorläufer Christi betrachtet und bezeichnet werden, nicht als Vorläufer, sondern als gottfeindliche Mächte und Dämonen. Hier gibt es nur ein radikales Entweder-Oder. Abschließend hier noch zwei Stellungnahmen zu dieser Thematik von dem Religionswissenschaftler Hendrik Krämer und dem Dogmatiker Karl Heim. Der Religionswissenschaftler Hendrik Krämer weist in seinem Standardwerk Die christliche Botschaft in einer nichtchristlichen Welt aus dem Jahre 1940 nach, dass der Ausdruck Erfüllung, die Erfüllung in Christus, im Sinne einer ungebrochenen Kontinuität nicht anwendbar ist auf das Verhältnis der nichtchristlichen Religionen zu der Offenbarung in Christus. Also Erfüllung heißt nicht, dass Christus die Erfüllung für die nichtchristlichen Religionen ist, im Sinne einer ungebrochenen Fortsetzungslinie oder Kontinuität. Zwar gibt es in den nichtchristlichen Religionen, so schreibt Krämer, Strebungen, Sehnsüchte und Schauungen, die in Christus ihre Erfüllung finden. Aber diese Erfüllung in Christus geschieht nur durch Bekehrung und Wiedergeburt, also durch einen Bruch
einen Bruch mit dem alten Leben und Denken, mit der alten Götterverehrung hindurch. Es muss ein Bruch eintreten, also Diskontinuität und Konfrontation. Die Erfüllung in Christus nämlich widerspricht der Selbstbehauptung als Sünde, die in den nichtchristlichen Religionen zum Ausdruck kommt. So der Religionswissenschaftler Hendrik Krämer. Auch der Dogmatiker Karl Heim erblickt hinter dem ganzen Heidentum in allen seinen Abwandlungen immer die eine Grundsünde des Menschen, nämlich die Konzentration auf sich selbst. So Karl Heim in dem Sammelwerk, herausgegeben von Frieser Melzer, Das Heil der Welt, herausgegeben 1986 posthum. Also die Konzentration des Menschen auf sich selbst. Und bei dieser Konzentration auf sich selbst will der Mensch etwa durch religiös verbrämte Magie und Zauberei Gott und die göttlichen Kräfte ausnützen für die Erfüllung seines eigenen Lebenshungers, gerade in der Magie, für die Erfüllung seines eigenen Lebenshungers. Hier wieder der Ansatz bei Menschen, anthropozentrisch nennt man das, der Ansatz bei Menschen, nicht bei Gott. Und dieser Anthropozentrismus, der Mensch im Zentrum, verbindet sich häufig, insbesondere in den fernöstlichen Religionssystemen, mit einem naturalistischen Monismus. Das ist die Vergötzung der Natur, ja, alles aus einer Quelle, Monos und naturalistisch die Vergötzung der Natur, der im Gegensatz tritt und im Gegensatz steht zum biblischen Theozentrismus, das heißt, dass Gott, Theos, im Zentrum steht, und dem biblischen Dualismus, das heißt der Unterscheidung von Gott und Mensch. Dazu tritt dieser naturalistische Monismus in absoluten Gegensatz, so Karl Heim. Beide Anschauungen lassen sich nicht verbinden, auch nicht durch ein quantitativ evolutionäres Stufenschema, sondern sie stehen in qualitativer Unterschiedenheit einander absolut gegenüber. Ich will das jetzt nicht weiter ausdehnen, aber ich wollte zumindest auf diese religionswissenschaftlich-theologische Diskussion kurz hinweisen. Man könnte noch weiteres ausführen. Es findet sich ja auch manches in diesen Büchern, Ökumene der Religionen und Absolutheit Jesu Christi, gibt es ein gemeinsames Weltethos. Und auch hier von Rainer Wagner, Gemeinde Jesu zwischen Spaltungen und Ökumene. Nun zum Ergebnis. Wir sind nun auch fast am Ende. In der Bibel wird jede Ökumene der Religionen eindeutig und kompromisslos abgelehnt. Es finden sich zwar Hinweise, dass Gott sich den Heiden in der Schöpfung, in der Geschichte und im Gewissen nicht unbezeugt gelassen hat und dass Gott somit von den Heiden erahnt werden kann. Das ist das Äußerste, eine Ahnung, auch beim nichtgläubigen Menschen. Ja, es muss doch einen Herrgott geben. Ja, das ist diese Ahnung. Im Grunde, jeder, der nicht an Jesus Christus glaubt, ist auch ein Heide, egal was er vertritt. Auch hier genauso bei uns in Wildbad, in Pforzheim oder wo wir wohnen. Da gibt es genauso Heiden wie in Afrika und anderswo. Sogar die Mehrzahl leider. Es ist unser Auftrag, dass das nicht so bleibt übrigens. Ja, wir haben einen Missionsauftrag, an ihnen hinzugehen, ihnen die rettende Botschaft vom Herrn Jesus Christus zu bezeugen, sie einladen, dem Herrn nachzufolgen. Es finden sich also Hinweise, dass sie Gott erahnen können. Er hat sich ja nicht unbezeugt gelassen, Römer 1, Vers 18 folgende. Aber eine zutreffende, vollkommene und heilbringende Erkenntnis Gottes ist ihnen verwehrt infolge ihrer Gefallenheit und Sünde und ihres daraus folgenden Götzendienstes. Sie sind verfinstert, ihr Herz. Das heißt, das innerste Wahrnehmungszentrum ist verfinstert. Allein in seinem Sohn Jesus Christus hat Gott die rettende Offenbarung und die vollkommene Offenbarung zum Heil geschenkt, die heilsbringende und für das Heil vollkommen ausreichende Offenbarung. Wir brauchen deshalb auch keine Neuoffenbarungen, die darüber hinausgehen, ob sie sich Jakob Lorbeer oder sonst wie nennen. In der Bibel ist alles, was für unser Heil und ewiges Leben notwendig ist, in Vollkommenheit geoffenbart. Mit heidnischen Religionen, Mysterienkulten, Beschwörungspraktiken und Ähnlichem hat der christlich-biblische Glaube nichts gemeinsam, sondern er steht in schroffem Gegensatz dazu.
Soweit zum Ergebnis. Und jetzt noch ein abschließendes Zitat aus der Berliner Ökumene-Erklärung aus dem Jahr 1974. Da wird allerdings gewarnt vor der interreligiösen Ökumene, aber leider nicht genügend vor der interkonfessionellen Ökumene. Damit werden wir uns heute Abend beschäftigen. Und leider haben auch manche der Verfasser dieser Ökumene-Erklärung selber mitgemacht, immer stärker bei der interkonfessionellen Ökumene. Sie haben zwar einen klaren Blick gehabt gegenüber den heidnischen Religionen, haben den auch zum Teil bis heute, aber nicht gegenüber heidnischen Praktiken in den verschiedenen Konfessionen. Nun, deshalb zitiere ich doch einiges daraus, einige Sätze noch abschließend. Berliner Ökumene-Erklärung von 1974. Ich habe auch ein Exemplar hier mitgebracht, den vollständigen Text. Ich muss nur finden. Es kann sein, dass auch die Tochter damit gespielt hat, aber ich habe es doch gefunden. Hier Berliner Ökumene-Erklärung 74, ein vergessenes Bekenntnis, steht hier drüber in dieser Neuausgabe. Kann es mal durchgeben. Bitte wieder zurück. Ja? Da heißt es, der Weltkirchenrat als der ökumenische Rat der Kirchen steht an einem schicksalhaften Wendepunkt. Das war diese Zeit, 60er, 70er Jahre, wo der ökumenische Rat einen Kurswechsel vorgenommen hat, weg von der interkonfessionellen Ökumene hin zu einer interreligiösen Ökumene, ja, also über die christlichen Kirchen hinaus zu den nichtchristlichen Religionen und auch zu den Ideologien, vor allem damals auch dem Marxismus hin. Sozialistische Schlagseite war schon immer zu beobachten in Genf. Und deshalb hier diese Warnungen. Der Weltkirchenrat steht an einem schicksalhaften Wendepunkt. Die anfängliche Ökumene der Kirchen droht heute zur Ökumene der Religionen gemacht zu werden. Wir warnen vor der Gefahr einer synkretistischen, die Religionen vermengenden Welteinheitsreligion. An die Stelle der Verkündigung der Botschaft tritt zunehmend das Gespräch, der Dialog, wie heute so schön gesagt wird, mit Anhängern anderer Religionen. In diesem ökumenischen Programm des Dialogs mit Vertretern der Religionen und Ideologien unserer Zeit versucht man, solche interreligiöse Bewegung als einen geistlichen Austausch zu betreiben. Ich sage dazu, es heißt ja nicht mehr, dass die Heiden sich bekehren müssen, sondern man sagt, der Hindu soll ein besserer Hindu werden, der Buddhist ein besserer Buddhist, der Moslem ein besserer Moslem, der Christ ein besserer Christ. Ist das Ziel des Evangeliums? Nein, es geht darum, dass alle zur allein heilbringenden Offenbarung Gottes in Jesus Christus finden. Das ist der biblische Missionsauftrag. Geht hin und macht zu Jüngern alle Völker. Ich weiß, dass das heute sehr unpopulär klingt, weil wir ja alle schon beeinflusst sind vom freimaurerisch-universalistischen Zeitgeist, dass wir nicht mehr absolute Wahrheit verkraften können. Aber deshalb stehen wir vor der Entscheidung, entweder hier diese postmoderne Beliebigkeit oder Jesus der einzige Weg. Das wird auch der Endkampf sein am Ende zwischen Christus und Antichrist. Der Antichrist wird diese Beliebigkeitsökumene sich zunutze machen und Menschen hier versuchen einzufangen. Seien wir da wachsam. Hier zu diesem Dialog nun folgende doch hilfreichen Aussagen aus der Berliner Ökumene-Erklärung 1974. Zwar bejahen auch wir das Gespräch als eine Form missionarischer Begegnung. Man höre genau, wir bejahen das Gespräch, den Dialog, aber als eine Form missionarischer Begegnung. Es bleibt immer die missionarische Zielrichtung erhalten. Auch wenn ich mich auf das Gespräch mit irgendwelchen Sekten einlasse, ich weiß zum Beispiel die Zeugen Jehovas jetzt nicht einfach ab in der Tür. Ich habe mich ja intensiv beschäftigt mit dieser Sache. Deshalb fühle ich mich da gewachsen vom Wort Gottes her, wenn er mich da leitet durch seinen Geist, der Herr. Dann gebe ich ihnen Zeugnis von Jesus Christus, dass er der Sohn Gottes ist. Dann sagen sie zunächst auch, ja, für uns ist Jesus auch Sohn Gottes. Aber ich sage, nee, für euch ist er nur ein Sohn Gottes, nämlich der Erzengel Michael und nicht wirklich Gott der Sohn. Ja, da kommen wir dann sehr schnell an die Unterschiede, wo sie dem Wort Gottes widersprechen. Das wäre jetzt ein anderes Thema. Aber Dialog mit dem Ziel der missionarischen Gewinnung für den wirklichen rettenden Glauben im Sohn Gottes Jesus Christus. Zwar bejahen auch wir das Gespräch als eine Form missionarischer Begegnung. Aber es erweist sich, dass die ökumenischen Dialoge oftmals auf unbiblischen Voraussetzungen beruhen
und ebenso unbiblischen Zielen zusteuern. Ich kommentiere jetzt immer ein bisschen, ja, nämlich diese Ziele sind rein innerweltlich sehr oft. Friede, irdischer Friede, der sicherlich lobenswert ist und erstrebenswert, aber nicht um den Preis der Wahrheit des absoluten dreieinigen Gottes, dass dann Götzen nebendran gesetzt werden. Wer das erste Gebot übertritt, kann auch nicht mit irdischem Frieden rechnen. Das macht uns die Heilige Schrift, die gesamte biblische Heilsgeschichte, durchgehend deutlich. Unbiblische Ziele. Sie können die fremden Religionen und Ideologien als Wege betrachten, auf denen Christus und der Heilige Geist ebenfalls rettend am Werke sind. Das ist speziell auch Karl Rahners Theorie vom anonymen Christentum. Es sei auch im Hinduismus Christus anonym gegenwärtig, im Buddhismus und überall sei Christus anonym gegenwärtig. Das seien auch anonyme Christen, sie wissen es nur nicht. So wird gelehrt, aber das ist nicht richtig. Nicht? Wenn wir nicht hingehen, es ihnen bezeugen und sie auch keine Bibel haben, dann sind sie durch ihren Götzendienst verblendet und verfinstert. Man meint, von den andersgläubigen Gesprächspartnern eine bessere Antwort auf die Frage nach dem Wert der Transzendenz, das heißt des übersinnlichen Bereichs, in der technisierten Umwelt von heute, sowie eine vollere Offenbarung Jesu Christi zu empfangen, wird hier weiter gesagt. Also man meint sogar, dass die noch mehr wissen als wir von der Bibel her. Ungeheuerlich, was da behauptet wird in diesem Dialog. Man will sogar lernen von ihnen und vernachlässigt damit die Mission an ihnen. Es wird behauptet, und jetzt kommt ein Zitat, weil Christus auferstanden ist, müssen die Christen gemeinsam mit Menschen anderer Religionen nach dem Sinn des Lebens und des Todes forschen. Zitat Ende. So wie wenn aus der Reinkarnationslehre auch Erkenntnisse kommen könnten über das Leben nach dem Tod. Was ja total im Gegensatz steht, etwa zu Hebräer 9, Vers 27 und 28. Es ist dem Menschen bestimmt, einmal zu sterben, danach das Gericht. Es gibt keine mehrmaligen Durchgänge. Das Endziel scheint die Verschmelzung der verschiedenen religiösen Erfahrungen der Menschheit zu einer vielfältigen gemeinsamen Spiritualität, also geistlichen Erfahrung zu sein, die die Grundlage für die erstrebte Weltgemeinschaft bilden soll. Weltgemeinschaft, wir haben es gestern gehört, ein eminent freimaurerischer Begriff. Toleranz ohne Wahrheit, ohne wirkliche, absolut geoffenbarte Wahrheit. Ihr kennt ja den Unterschied zwischen Sachtoleranz und Personentoleranz, ja, dass wir in der Sache nicht tolerant sein können. Das heißt, wir sollen die Wahrheit bezeugen und sind damit intolerant. Aber der Person gegenüber in Liebe bezeugen, dass wir den anderen nicht irgendwie bekämpfen oder ähnliches, sondern liebend ihm die Wahrheit bezeugen. Das verstehe ich dann unter Personentoleranz. Wir mahnen die Verantwortlichen des Weltkirchenrates, so heißt es in der Berliner Ökumene-Erklärung weiter. Wir mahnen mit letztem Ernst, von diesem verhängnisvollen Weg abzulassen. Christliche Begegnung mit den Menschen anderer Religionen ist stets dem alleinigen Ziele unterzuordnen, ihnen die rettende Liebe Gottes in Jesus Christus in Wort und Tat zu bezeugen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Es ist in keinem anderen Heil, steht da. Christliche Begegnung mit den Menschen anderer Religionen zielt immer auf ihre Bekehrung, denn an diesem Rettungsangebot Jesu vollzieht sich auch die ewige Scheidung in der Menschheit. Johannes 3, Vers 18. Und jetzt der abschließende Satz und Abschnitt, zwei Sätze oder drei noch. Die ökumenische Leitidee gipfelt heute in der utopischen Vision, also einem Wunschbild, einer mit vereinten menschlichen Kräften zu schaffenden Weltfriedensgemeinschaft aller Rassen, Religionen und Ideologien. Also man höre, es sind nicht nur die Religionen, auch die Ideologien, auch die überhaupt mit Religion nichts am Hut habenden Weltanschauungen. Marxismus als typisches Beispiel hier. Mit dem Faschismus übrigens führten sie nicht so Gespräche. Das ist ja auch eine Ideologie, aber genau wie der Marxismus. Ich sehe da von den Wurzeln, vom Ansatz her keine großen Unterschiede. Beides hat zu totalitären Diktaturen geführt und stimmt mit der Bibel nicht überein. Also auch dann noch sogar noch einseitig ideologisch noch geprägt. Rassenreligionen und Ideologien. Sie verkennt damit die heilsgeschichtlichen Aussagen über die,
über das Kommen des Reiches Gottes. Nämlich, dass wir jetzt nicht in eine Höherentwicklung hingehen, dass Christus nun direkt wiederkommt, sondern dass es einen Bruch geben wird, Gerichtszeiten, Abfall vom Glauben, Auftreten des Antichristen, Hinwegnahme der Gemeinde, vielleicht vor, vielleicht während dieser Zeit, vielleicht auch danach, da gibt es unterschiedliche Sichtweisen. Ich möchte jetzt das Thema nicht ausdehnen, wir haben es mal schon mal ausführlicher behandelt, die Entrückungsfrage. Also der Zeitpunkt entscheidend ist meines Erachtens, dass wir alle Zeit wachsam sind als Christen, dem Herrn zu begegnen, wenn er uns ruft. Und dann erst kommt das Reich des Friedens und der Gerechtigkeit, das tausendjährige Reich. Und dann nach einer letzten nochmals aufbäumenden Schlacht, weil es nochmals Abfall geben wird, sogar da, wo der Satan gebunden ist, dann wird der neue Himmel und die neue Erde von Gott errichtet, wo Friede und Gerechtigkeit in Ewigkeit wohnt und wo es keine Sünde mehr geben wird, wo alles dann vollends abgewaschen ist durch das Blut des Lammes Jesus Christus. Und darauf dürfen wir uns freuen und hingehen. Aber diese heilsgeschichtlichen Aussagen, diese biblischen Aussagen über das Kommen des Reiches Gottes werden übersehen, werden umgedeutet, werden immanentisiert, das heißt rein verinnerweltlicht, ja, von dem überweltlichen Zukünftigen auf das gegenwärtig Innerweltliche reduziert. Man sagt dann auch säkularisiert und verkürzt eben und damit umgedeutet. Und das ist ja ein beliebtes Ding, die Schriftstellen ins eigene System einzubauen, anstelle unsere Systeme nach der Schrift auszurichten. Ja, wir können nicht die Schrift so umbiegen, wie wir es wollen, sondern die Heilige Schrift ist unser Maßstab und nicht wir sind der Maßstab mit unseren Ideologien. Stellen wir uns doch allesamt unter Gottes Wort und lassen uns so rum korrigieren und nicht andersrum, dass wir das Wort kritisieren wollen. Der letzte Satz aus der Berliner Ökumene-Erklärung, den ich hier zitiere: Eine weltverhaftete Kirche, das heißt eine mit der Welt verheiratete Kirche, nicht mehr mit Gott, sondern mit der Welt, die diese Gabe der Wiederkunft Christi eigenmächtig vorwegnehmen will, wird dem Antichristen den Weg bahnen. Da kann ich nur zustimmen. Das ist leider so. Der Antichrist wird also diese innerweltliche Friedensherrschaft aufrichten, die aber nur eine begrenzte Zeit dauern wird. Die Bibel spricht hier von 42 Monaten, Offenbarung 12 und andere Stellen, Offenbarung 13, folgende. Und dann wird dieser Spuk vom Herrn, vom wirklichen Herrn Jesus Christus, hinweggetan mit dem Hauch seines Mundes, hinweggepustet sozusagen. Dieser lächerliche Popanz menschlichen Größenswahns. Natürlich verstehen wir diese Menschheitssehnsüchte, möchte ich noch betonen. Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Ich selber setze mich auch dafür ein. Aber im richtigen Rahmen, nicht mit dem Anspruch, hier das absolute Weltfriedensreich aus eigener menschlicher Kraft errichten zu können. Ich habe nichts dagegen, wenn Politiker Friedensverhandlungen führen. Das ist natürlich notwendig, aber doch nicht um den Preis der christlichen Wahrheit durch interreligiöse Gebetstreffen und Ähnliches. Dann sollen sie es rein politisch machen, aber dieses Religiöse beiseite lassen, ja, Verträge schließen, aber nicht so tun, als seien das alles dieselben Götter in den verschiedenen Religionen. Eine weltverhaftete Kirche, die diese Gabe der Wiederkunft Christi eigenmächtig vorwegnehmen will, wird dem Antichristen den Weg bahnen. Und lassen wir uns hier nicht mitreißen, seien wir wachsam, bis der wirkliche Herr Jesus Christus in Macht und Herrlichkeit kommt. Amen. Lasst uns nur aufstehen und beten. Lieber Herr Jesus Christus, wir danken dir herzlich, dass du uns dein Wort gegeben hast, dass du uns gewarnt hast vor den Entwicklungen, die kommen in der Endzeit. Herr, lass uns wachsam sein, lass uns nicht verführt werden. Bewahre doch auch jede einzelne Seele, die hier ist, dass wir dir treu bleiben und uns nicht in den interreligiösen Zug hineinreißen lassen. Herr, und lass uns doch auch die Frage prüfen, ob wir noch in Kirchen sein können, die auf diesem Weg mitgehen und mitschwimmen. Herr, lass uns doch eine wirkliche biblische Absonderung praktizieren, wenn du uns das zeigst, durch deinen Heiligen Geist. Herr, so lenke jeden Einzelnen von uns, dass wir dir treu nachfolgen und dir dienen bis ans Ende. Lob und Preis sei dir, lieber Herr Jesus Christus, Vater, Sohn, Heiliger Geist. Amen.